Aufschlag, Dennis Enter, TUK Sparta Norris Nürnberg. Und da kann man vielleicht schon von einer kleinen Sensation sprechen. Der ist hier im Halbfinale. Bayerische Einzelmeisterschaften 2018 Buxheim, Ingolstadt Süd. Spielt Oberliga. Und das heißt, der hat schon mehr erreicht, als er sich überhaupt erträumen konnte. Und der Nico macht da eins für den Kameramann. Und wollte ein bisschen Ballon spielen, aber dann trifft er den Ball auch noch zu gut und er geht an die Tischkante und der Ballonwechsel ist schon beendet. Ja, aber bei den Elfersätzen ist das so eine Sache. Früher, als es noch bis 21 ging, ein Florian Keindl und wie sie alle hießen, die haben da schon mal was für mich gemacht, wenn sie hoch genug geführt haben. Dass sich der Kameramann freut, ist ja nicht für mich, ist ja für die Viewers, für die Zuschauer auf YouTube. So, jetzt wollte ich gerade sagen, bei 10-6 könnt ihr noch einen für mich machen, aber stattdessen macht er einen Fehlaufschlag. 10-7, also nicht rumblödeln, den Satz zumachen. Und genau das hat er getan. Nico Christ, gecoacht von der grauen Eminenz des TV Hildburstein. Der Mann schlechthin, der das Unternehmen Hildburstein aufgebaut und groß gemacht hat. Da ging gar nichts ohne ihn oder wäre nichts gegangen. Und da muss man jetzt schauen, dass man so langsam aber sicher ein Nachfolger findet in Hildburstein, denn das wird mal ein ganz schweres Erbe. Wir hoffen, dass er das noch gefühlte 20, 30 Jahre macht. Das wäre allen recht. Bernd Behringer. Aber bis dahin muss dann ein Nachfolger stehen. Und da ist natürlich ohne Ende Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Dazu die besten Connections. Heute sagt man nur auf Deutsch. Wenige sind so vernetzt im deutschen Tischtennis wie Bernd Behringer. Weil in der ersten Liga, da kümmert man sich natürlich um internationale Stars, aber was Deutschland betrifft, da ist er, ja, ich würde sagen, die Nummer 1 in Sachen Connection, Wissen über die Spiele etc. Wie auch immer, hoffen wir, dass das noch sehr lange so weitergeht mit den Hildburgsteinern. Und da schau her, Dennis Enter kurz mal mit 4:1 in Führung. Dem reicht das noch nicht, dass er hier Sensationshalbfinalist ist. Der will jetzt mehr wissen, der hat Lunde gerochen. Ich habe gerade mit dem Papa gesprochen, der sagt auch, naja, das ist ein Traum, ein echter Traum, da ist man überglücklich. Halbfinale gegen Michael Erber, kein schlechter. Auch die Spiele davor, ganz starke Matches gemacht. Dass der hier im Halbfinale ist, richtig gut. Sarah Manz in ihrem Halbfinalspiel.
Die Michalowa, die ist ja Nummer 1 gesetzt, die junge Dame. Ja, das hat es mittlerweile nicht ganz unerwartet gekippt. Altmeister Nico Göst spielt da seine ganze Erfahrung und nicht nur die Technik aus. Ich sage es gerne immer wieder, Erik Thomas, schaut euch seine Internetseiten an. Der ist sowohl auf Facebook zu finden, als auch mit einer eigenen Seite www.gutfotos.de. Ist da relativ großzügig, was die Möglichkeiten, die er bietet zum Download. Und hier gleich befürchte ich oder vermute ich. Jawohl, es ist passiert. Trotz hervorragendem Start in diesem Satz. 4-1 geführt, dann noch 3 Punkte gemacht, Dennis Emter. Von dem Spiel später mehr auf einem zweiten Video. Suchen unter Reinhard Steinbrecher, YouTube, Buxheim, 2018 ist das Suchwort.